Hallöchen Leute! Ja, heute gibt es ein Vorstellungsvideo und zwar von unserem neuen Minecraft-Server von FeedTheBeast, Direwolf 152 Pack. Habe ich euch im letzten Let's Play ja ein bisschen schon darüber erzählt und heute möchte ich euch den ein bisschen vorstellen. Jetzt befinden wir uns hier gerade am Spawn und wenn wir hier rausgehen, dann können wir unsere schöne Burg hier betrachten. Jo. Mal aufpassen, es ist hier gerade Nacht, dass sie uns die Monster nicht hier töten. Mal kurz hier ausschalten, die Musik und so, damit man hier was versteht. Ja, das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst euch nur bei uns die Form registrieren auf www.moddingworld-ls.de. Und dann mal kurz auf unseren Teamspeak joinen, damit wir dich oder beziehungsweise euch kennenlernen können. Und mal so ein kurzes Bräuschlein oder wie man dazu. Egal. Einfach mal kurz reinkommen, quatschen, Hallöchen sagen und dann werdet ihr auch gleich freigeschalten. Ihr bekommt dann auch eben ein GS zugeteilt. Das ist am Anfang 50x50. Es gibt dann auch noch zwei Upgrades. Upgrade 1 mit Set Home. Das könnt ihr dann machen. Es gibt auch noch, dass ihr eben dann das größere, ein größeres Grundstück habt, 70x70 und noch etwas. Und dann gibt es noch Upgrade 2, da gibt es was für Creeper Protection. Man kann drauf machen, dass kein einziger aufs Grundstück kann und das Grundstück wird dann 100x100 eingerichtet und so weiter. Ja, wir haben hier eben den Warp Spawn. Wenn wir den, wenn wir das da reinschreiben, dann kommen wir eben wieder hier drin hin. Es gibt dann auch noch Warp-Abbau. Hier sind wir dann in der Mining-Welt. Hier dürft ihr alles abbauen. Hier dürft ihr eure Quarry aufstellen. Und so weiter. Also das passiert alles in der Mining-Welt. Da dürft ihr alles abbauen und in der Oberwelt halt eben nicht. Das ist halt eben auch eine Flatland. Und ja, es gibt wohl NPC-Dörfer, aber die dürfen nicht zerstört werden. Kann man kurz so rüberfliegen. Es gibt auch Warp-Nether, das brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Das schreibt man einfach gleich rein und nur Nether. Und dann kommt man eben in den Nether rein. Ja, da fliegen wir hier mal ein bisschen runter. Wenn das mein Jetpack hier noch aushält. Ja, so halbwegs. Hier ist das nächste, also zwischen ein und anderen sind wieder 50 Blöcke frei. Dass der eine nicht am anderen direkt klebt. Ja, wir haben uns für die Flatland entschieden, damit wir, ja, erstens leichter mit dem Geessen ist und man ja in der Mining-Welt alles andere machen kann. Wenn einer unbedingt einen Berg haben möchte, dann kann man das natürlich auch einrichten. Dann wird einfach ein Berg aufgesetzt. Ja, wir haben ja schon einige Leute auf dem Server. Es ist so ein Kommen und Gehen auch. Und ja, ich kann euch auch unten in die Beschreibung, ja, ich meine, ihr seht das dann eh, was da für Mods sind. Das ist eben das Direwolf 20152 Modpack. Hier ist schon mal ein Grundstück. Da fehlt die halbe Haushälfte. Das habe ich noch gar nicht markiert. Keine Ahnung, wer das ist. Hier haben wir das nächste Grundstück. Schönes Häuschen. Hier ist großer Joe. Der hat hier auch schon viel gebaut. Die Bäume, da oben stehen die Solarzellen. Schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Hier hat Shira uns einen Berg bekommen und darauf hat er so eine kleine Burg, Festung, was auch immer gebaut. Ja, unser Steini hat hier auch ein hübsches Häuschen. Ja, wie gesagt, das ist eben 50x50, also da passt schon ein anständiges Häuschen drauf. Und so weiter, ja. Dann nach Hause. Das ist mein schönes Häuschen. Ist ein bisschen groß geworden, aber okay, hier habe ich schon ein paar Sachen. Wie gesagt, wenn ihr so ein kleines Let's Show haben wollt, dann ja. So ab und zu mal, dann sagt Bescheid. Ja, hier habe ich ein paar Tiere.
Ich habe hier auch einen Keller und einen ersten Stock. Und draußen habe ich so ein bisschen, verschönert. Und hier haben wir auch ein PC-Dorf. Da vorne ist unser Klubber 720B. Da drüben ist Edcrafter 27. Und da drüben ist Nylord. Wir haben uns hier so auf dem Vierer-Stück hier zusammengebaut. Ich habe schon ein größeres Grundstück. Ich habe hier 50 mal 100. Also wenn ihr hier guckt, mein Jetpack ist hier gleich leer. Also das ist mal eine Reihe mit 100. Also das ist extrem groß. Ja, hier ist unser Nylord. Mit dem ein paar große Bäume hier stehen. Und sein Häuschen mit Lava und Wasser. Mal schauen, ob der hier auch seine Golems draußen stehen hat. Können wir uns die mal kurz hier angucken. Hier, also wir haben hier Farmcraft drauf. Und die Golems kann man sich hier bauen. Hier seht ihr ein Holz- und ein Strohgolem. Und hier läuft dieser blöde Slimy drauf rum. Und der baut das hier auch ab und der andere sammelt das hier ein. Ja, also hier kann man einiges machen. Hier drüben ist Adcrafter. Und auf der anderen Seite ist. Oh, mein Chatbig ist leer. Zumindest ist gleich. Und hier läuft er auch schon, unser Adcrafter. Ey, lass mich! So, mit seinem Zauberstab hier. Ja, hier die ganzen NPCs. Und dann laufen wir nochmal zu Klopapier. Das ist sein GS. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch das interessiert oder wenn euch das gefallen hat, was ihr bisher gesehen habt, dann kommt doch einfach drauf. Wie gesagt, ihr müsst dafür nicht viel machen und wir würden uns freuen. Ja, also dann, wir sehen uns. Ciao.